Hallöchen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es darum, wie es zu dieser Spielekonsolenidee und zu dieser Spielekonsole eigentlich gekommen ist. Die blende ich jetzt euch jetzt ein. Auf diesem Foto sieht man, dass die Spielekonsole wirklich selbst gebaut ist und daneben ist noch eine Festplatte. Okay, wie kam es zu dieser Idee? Zu dieser Idee kam es, weil ich mir gedacht habe, eine Spielekonsole ist zu kaufen, noch eine zweite. Das ist mir viel zu teuer. Dann habe ich mir gedacht, ich besorge mir einen USB-Hub, ein paar USB-Kabel, einen Ethernet-Anschluss und mache mir selber eine Spielekonsole. Und welche Funktionen hat die Spielekonsole? Ja, die Spielekonsole hat verschiedene Funktionen. Erstens die Ladefunktion dieser Spielekonsole. Zweitens die Funktion mit der Lego Disc. Es gibt einen Lego Disc Laser, der liest die alle Lego Discs die Farbe ab. Okay, dann gibt es noch einen, ja, wie soll ich sagen, dann gibt es noch einen EV3-Ständer, der Arbeitsmaschinen aus Lego Technik zum Laufen bringt. Und zwar computergesteuert. Also jede Farbe Entschuldigung. Also jeder Motor bekommt eine bestimmte Farbe nach diesem Programm. Und es funktioniert halt nur die Farbe, also der Motor, für den die Farbe hineingetan wurde. Also es ist so, welche Controller sind kompatibel? Es sind die folgenden Controller kompatibel. Der PSVR, ein Controller, nur über USB verfügbar. Der PS, PlayStation Controller, Entschuldigung, der PlayStation Controller ist kompatibel über USB und Bluetooth. Und der Android Controller ist kompatibel über USB und Bluetooth, aber ich würde euch USB empfehlen. Also, ich habe noch eine Festplatte gebaut, die neben der Spielekonsole ist. Also, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert meinen Kanal, schreibt mir Kommentare, wie es euch gefallen hat, gebt mir Likes und abonniert mich. Also tschüss, bis zum nächsten Video und ciao.